Hi Leute, heute will ich euch die Bosse zeigen vom DLC von Dark Souls, der Prepare to Die Edition. Und ich habe meinen Charakter jetzt direkt schon vor der Kloake geparkt, oder dem schwarzen Loch, der dich in den DLC zieht. So, dann wollen wir doch direkt mal rein. Die Hand, die man gerade sehen konnte, dass ich glaube, das war die Hand des Endbosses vom DLC, Manus oder so heißt er. Aber bitte verurteilt mich nicht, falls er nicht so heißt. Ja, und ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber ihr kennt es bestimmt schon. Es wird gleich wieder actionreich. Mausoleumswächter. Okay, gleich mal gefailt. Guter Start. Elektrokugeln ausgewichen. Nochmal. Dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, den habe ich gestambelt. Bin ich dran. Okay, ein bisschen Heal würde auch nicht schaden. Oh oh. Oh oh. Ich wollte doch gerade trinken. Ah. Es ist so nervig. Das war einfach nur schlecht. So, jetzt mache ich es besser. Hoffentlich. Okay, schnell die Seelen einsammeln. Schießt wieder. Jetzt kommt er schon. Alter, was soll ich denn da machen? Gerade noch trinken können. Jetzt geh mal weg hier. Ich muss mich heilen. Ach, das gibt's doch nicht. Ich treffe den das Schwein nicht. Das gibt's doch gar nicht. Nein, jetzt mal. Nochmal, das gibt's ja nicht. Das ist unfair. Ja, klar. Irgendwas mache ich falsch, das gibt's doch nicht. Okay, ich habe mich nicht in die Enge drängen dürfen lassen. Jetzt ist schon wesentlich leichter. Anscheinend kann man den auch den Schwanz abtrennen und bekommt man so eine Kettenpeitsche oder was das ist. Aber ich habe eigentlich so genug schon mit dem zu tun. Oh, ist mir klar.
Face. Hätte ich mich beim ersten Mal ein bisschen mehr konzentriert, wäre es auch direkt gegangen. Aber wie ihr seht, so schwer ist er eigentlich auch nicht. Ihr müsst nur beachten, wenn er die Blitzkugeln schießt, dann macht er auch am Boden eine AE. Da müsst ihr auch raus. Und ja, habt ihr gesehen, wie er war. Ihr schafft ihn sicher besser wie ich. Da bin ich mir sicher. Okay, ciao.